Oh Mann. Wie viel Informatiker für Anwendungsentwicklung braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Kein. Ist ein Hardware-Problem. Er hat das Video doch nicht vergessen. Wie wollen wir das duale Studium vorstellen? Okay, was haltet ihr davon? Das Bild blendet auf. Epische Musik. Wir stehen da in Pionierspose, halten unsere Laptops unter den Arm und wir brauchen Sonnenbrillen. Wozu eigentlich die Sonnenbrillen? Also ich habe mir das so vorgestellt. Ein dunkler Raum. Wir haben alle Anonymous-Masken auf und tragen Kapuzen. Das einzige Licht geht vom Monitor aus. So wie man sich Hacker eben vorstellt. Naja, so ist es ja nun wirklich nicht. Wollen wir nicht einfach zeigen, was wir hier machen? Wie wir unterschiedliche Programmiersprachen lernen und sie anwenden? Das Programmieren, das Planen und das Debuggen? Wir entwerfen Konzepte und entwickeln darauf basierend Softwarelösungen für die verschiedenen Fachbereiche. Oh ja, das klingt gut. Schreibt das auf. Wir implementieren die Wünsche des Kunden. Ja, genau. Wir brauchen noch ein Kundengespräch. Der Kunde erklärt uns im Gespräch sein Problem, ein kurzes Nicken, Problem verstanden. Dann sieht man uns alle gemeinsam programmieren und Problem gelöst. Wenn das immer genauso laufen wird. Und wir müssen auch das Studium an der Ostfalia ansprechen. Studium und Ausbildung perfekt miteinander verzahnt. Und am Ende der Abschluss, Bachelor of Science. Wichtig ist, dass am Ende klar ist, ohne uns würde der ganze Bums hier gar nicht laufen. Punkt. Perfektes Video. Programmieren? Programmieren.